Hallo an alle, die in dieses Video reinschalten. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Papieratelier von Larissa. In diesem Video geht es um eine ATC-Serie zum Thema Halloween. Und wenn euch das Thema interessiert, habe ich auch den Prozess aufgenommen und zurechtgeschnitten. Dabei habe ich versucht, die Wünsche, die mir irgendwie zugeflogen sind, zu berücksichtigen und darzustellen. Dazu möchte ich noch einmal erwähnen, dass ich bereits einige Male die Herstellung einiger ATC-Serien mitgeschnitten und veröffentlicht habe. Dort findet ihr womöglich immer noch interessante Aspekte, die ich in diesem Video nicht erzähle und nicht zeige, aber ich verlinke für euch diese Videos, damit ihr sie schneller findet, falls ihr euch diese auch noch ansehen wollt. Und nun zu dieser Serie hier. Da wir in voller Geschwindigkeit auf das Thema Halloween zusteuern, habe ich dieses Thema aufgegriffen. Ein weiterer Aspekt, ich habe noch aus der Kollektion vom letzten Jahr von Graphic 45 Midnight Tales viele Reste übrig. Diese wollte ich gerne verarbeiten und diese passen perfekt dazu, da ich hier die allerkleinsten Schnipsel nutzen kann. Daher musste ich nicht lange überlegen, welche Kollektion ich wohl nehmen sollte. Die Besonderheit bei dieser ATC-Serie ist, dass sie interaktiv geworden ist. Alle anderen Aspekte habe ich, glaube ich, bei anderen Serien ebenso in einer oder anderen Form bereits gehabt. Die Dreidimensionalität, die Vielschichtigkeit, die mixed-mediale Komponente, das alles hatte ich so oder so schon mal gehabt. Aber dennoch sehen diese Kärtchen ganz anders als andere aus. Findet ihr nicht auch?
Ich möchte nochmal in eigener Sache euch fragen, also zumindest diejenigen, die mein vergangenes Video mit dem runden Mini-Album sich angeschaut haben. Ich habe im Video eine für mich sehr wichtige Frage gestellt. Ich wollte gerne wissen, ob ihr euch das Tutorial dazu ansehen wollen würdet. Ich hätte mir daraus erhofft, dass einige von euch Kommentare unter dem Video hinterlassen, woraus ich erkennen kann, ob ihr euch das anschauen wollt oder nicht. Stellt euch vor, es hat nicht eine einzige Person drunter geschrieben. Ich habe die Analytics des Videos überprüft und gesehen, es gab doch einige Leute, die das Video gesehen haben. Zwar insgesamt nicht so viele, wie ich es gerne hätte, aber nicht einer hat etwas dazu geschrieben. Ich habe daraus nun selbst interpretiert, dass es kein Interesse besteht, daher habe ich heute kein Tutorial dazu veröffentlicht. Ich möchte natürlich nichts veröffentlichen, was keiner sehen will, denn meine Videos veröffentliche ich für meine Zuschauer. Dennoch hätte ich mir gewünscht, wenn wenigstens ein paar Zuschauer kommentiert hätten, sowas wie, nee, lass gut sein oder so. So ist das eine Raterunde gewesen. Was ich über diesen Prozess hier noch erzählen möchte, ich habe hier getestet, mit welchen Mitteln ich die Titel auf Vellum ankleben kann. Vellum ist ja ein nicht so ganz so einfaches Material. Ich bin mit beiden nicht zufrieden. Das von Martha Stewart sieht meiner Meinung nach im Endeffekt nach dem Trocknen besser aus, aber es war beim Klebeprozess alles andere als userfreundlich. Risse hat es übrigens auch keine hinterlassen. Um damit welche herzustellen, muss man einige Besonderheiten beachten und machen. Falls ihr euch dafür interessiert, schreibt mir unter dem Video euren Wunsch und ich mache dafür ein gesondertes Video. Der zweite Kleber, den ich dafür gewählt habe, war mein geliebter Uhu Flinke Flasche. Der klebte völlig problemlos und schnell, dafür sieht man ziemlich heftig die Schlieren. Was für ein Halloween-Projekt keinen Abbruch tut, ganz im Gegenteil, grungy ist hier gerade richtig. Habt ihr einen Daumen hoch für mein Video übrig? Das wäre sehr lieb von euch. Teilt dieses Video bitte gerne mit euren kreativen Freunden. Bleibt gesund und kreativ, bis zum nächsten Mal, eure Larissa.